Ja, Fatih Sößen, ihr habt eine tolle Saison. Ihr seid ja aufgestiegen in der Abbruchssaison, gekrönt jetzt mit dem Pokalsieg. Ich denke, ob mir jetzt ein Tor zu hoch oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber mehr als verdient. Hättest du es so klar erwartet? Deine Mannschaft war doch in vielen Belangen einfach besser. Ja, also ohne arrogant zu wirken, war ich fest davon überzeugt, dass meine Jungs heute mit Herzblut an die Sache rangehen. Wir haben uns bestens darauf vorbereitet und ich habe das schon öfters erwähnt, ich habe Siegertypen in der Mannschaft und die hören einem zu und die versuchen das umzusetzen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und ich bin wirklich sehr dankbar, dass meine Jungs auch das alles auf dem Platz umsetzen, bis auf den letzten Zentimeter kämpfen. Und ja, wir waren heute überlegen, ob ein Tor zu viel oder nicht. Wir hatten auch in den ersten 5 Minuten oder 8 Minuten der Lattenschuss von denen, Querlatte, Glück gehabt. Nichtsdestotrotz haben wir uns die Chancen erarbeitet und auch verdient gewonnen. Bezeichnen Sie seit dreimal nach Standards, war die schneller? Also da hat man auch den größeren Biss heute gesehen, ne? Genau. Ja. Und das war ausschlaggebend, dass wir den bis heute zeigen, dass wir mehr wollen, wenn man an irgendeine Sache mit Herz rangeht, von Herzen rangeht. Dann gewinnt man auch und so haben wir auch halt die schnelleren Schritte gemacht, mehr gewollt und dann ist alles andere eine Frage der Zeit.